In der letzten Sendung Gameboy Time in diesem Jahr geht es um Worte, um sehr viele Worte, nämlich fünf Buchstaben, sechs Buchstaben, je nachdem. Denn wir spielen ein Spiel, was in Deutschland unter dem Namen 5x5 im Fernsehen und auf dem Gameboy erschienen ist. In den Niederlanden und in Amerika unter anderem hieß das Spiel Lingo. Und das spielen wir heute hier in der letzten Gameboy Time-Ausgabe 2019. Und damit willkommen zu Gameboy Time am heutigen Dienstag. Ja, ihr habt es richtig gehört, es ist heute die letzte Sendung vor der Winterpause für Gameboy Time, denn Gameboy Time ist das erste Dercho-TV-Format, was jetzt schon in eine vierwöchige Winterpause gehen wird. Aber keine Sorge, im kommenden Jahr ist Gameboy Time auch wieder dienstags wieder für euch da. Vielleicht sogar mit einem neuen Upload-Platz, also Upload-Uhrzeit besser gesagt. Sendeplatz ist das ja gar nicht, denn es findet ja nur live on tape statt, zusammengeschnibbelt und dann wird es ja auf YouTube hochgeladen und um 18 Uhr immer hochgeladen. Vielleicht nächstes Jahr wieder um 18 Uhr, vielleicht früher, aber vielleicht auch etwas später. Mal gucken, wie das Ganze vielleicht sich noch entwickeln wird in den nächsten Wochen. Ja, und wie ihr auch sehen könnt, für die, die gestern nämlich in den Streams bzw. die letzten Tage geguckt haben, ein bisschen weihnachtlich ist es nun auch schon geworden. Da oben sieht man zum Teil den Tannenbaum, den man früher auch im Hintergrund immer gesehen hat im alten Studio von Dercho TV. Und ja, ein bisschen weihnachtlich ist es hier entsprechend zumindest im Hintergrund geschmückt. Vielleicht seid ihr auch schon langsam in Weihnachtsstimmung, auch wenn noch ja, weniger als 4 Wochen hin bis Weihnachten ist. Aber mal schauen, wie das sein wird. Das heutige Spiel, was wir präsentieren werden, hat eher wenig mit Weihnachten zu tun, muss man auch so sagen, auch eher wenig mit Silvester und mit dem Jahreswechsel. Es ist eher ein Spiel mit Worten. Und ein etwas ganz besonderes Spiel. Es nennt sich nämlich Lingo. Lingo ist ein Spiel um Worte, wo man viele Worte entweder mit 5 Buchstaben, mit 6 Buchstaben oder sogar mit 7 Buchstaben erraten muss. Das ganze Ding dahinter ist eine Sendung, beziehungsweise der ganze Ursprung ist in Amerika entstanden. Ende der 1980er Jahre nämlich ging es nämlich los mit der Sendung, die damals in den Vereinigten Staaten, aber auch in Kanada gelaufen ist. Lief nicht lange, da gab es nur 130 Ausgaben hin bis zum Jahr 88. 2002 hat man das Ganze dann wieder in den Vereinigten Staaten probiert. Da hielt es dann sich etwas länger. Dann gab es dann halt über 300 Ausgaben und 2011 hat man zumindest noch mal 40 Folgen produziert. Das Ganze war aber erfolgreicher in den Niederlanden. Ja, das Ganze gab es nämlich dort in den Niederlanden sehr erfolgreich von 1989 bis 2014, also 25 Jahre lang. Bei den Öffentlich-Rechtlichen in den Niederlanden, erst beim ersten Kanal, dann beim dritten Kanal, dann beim zweiten Kanal, immer wieder hin und her und lief zuletzt halt dann auf dem zweiten Kanal der Öffentlich-Rechtlichen in den Niederlanden. Seit diesem Jahr aber auch wieder in der Neuauflage beim Privatsender SBS6, dort auch in einer ganz anderen Form als das, was wir das Lingo heute spielen. Aber es hieß in Deutschland nicht Lingo, sondern eher 5x5, so auch eigentlich der Titel, wie ihr das hier auf dem Cover erkennt, Lingo 5x5. Denn das Ganze gab es auch für ein Jahr nämlich in Sat.1 zu sehen. Dort hieß es nämlich so. Es war wirklich die Adaption der amerikanischen Version von Lingo. Wer vielleicht sogar auch noch Bernd Schumacher kennt, der hat nämlich das Ganze unter anderem halt auch, sagen wir mal, moderiert und ist heute eher als, ja, sagen wir mal, Medienunternehmer so zuständig. Hat ja zum Beispiel viele Sendungen moderiert, aber wie auch gesagt, ist er zum Beispiel auch dafür verantwortlich gewesen, dass er in Baden-Württemberg den Sender BTV gemacht hat, um mal so ein bisschen in die Medienbranche reinzuschlittern. Aber so viel kann man dann auch dazu sagen. Ganz einfach ist das Spiel jetzt auch nicht so zu erklären. Ihr bekommt nämlich jeweils immer eine Zahl, also eine Karte. Also das ähnelt so ein bisschen. Es hat, wie gesagt, wenn man das in Sachen Spielen nämlich zusammenfassen will, hat das nämlich eine Mischung aus Scrabble und Bingo. Nur, dass man halt beim Bingo hier entsprechend nicht die Zahlen so vorgibt mit A, B, also mit Bingo und dann der Zahl, sondern einfach nur Zahlen ziehen muss am Ende. Denn vorher muss man nämlich einen 5 oder beziehungsweise 6 Buchstaben
langes Wort, nämlich erraten. Und man kriegt nur den Anfangsbuchstaben. Entsprechend, wenn das Wort, was man vorgibt, falsch ist, wird es entsprechend markiert. Keine Markierung bedeutet, dieser Buchstabe ist nicht im Wort enthalten. Einen Kreis, weil wir spielen ja auf dem Gameboy, bedeutet, das ist farbtechnisch nicht zu erkennen. Wie gesagt, schwarz-weiß bzw. schwarz-grün ist ja dort eher das, die Sache. Wenn es so, wenn der Buchstabe in einem Kreis verschwindet, bzw. im Kreis im Hintergrund ist, ist dieser Buchstabe im Wort enthalten, aber in einer anderen Position. Und wenn die ganze Fläche, wo der Buchstabe drin steht, komplett farbig ist, also sprich in einer anderen Markierung, dann ist dieses Wort bzw. dieser Buchstabe in einem Wort. Errät man das nach einer gewissen Zeit halt, es gibt nämlich einerseits eine Zeitvorgabe bei diesem Gameboy-Spiel, das ist halt auch bei der normalen Sendung so gewesen, aber auch bei dem Gameboy-Spiel, ich glaube 30 Sekunden oder so, weil man muss das wie beim Glücksrad unter anderem selbst noch eintippen, das seht ihr gleich auch nochmal. Wird es nämlich so sein, dass ihr, wenn ihr dann es schafft, dürft ihr entsprechend zwei Bälle ziehen. Denn ihr spielt quasi ein Team, also alleine quasi oder halt zu zweit könnt ihr das machen. Da müsst ihr aber dann euch wie beim Gameboy, also beim Gameboy-Spiel von Glücksrad, euch immer mit dem Gameboy abwechseln. Das kann man also dann auch sehr gut auf dem Super Gameboy spielen oder auf dem Super Gameboy 2 oder auf dem Nintendo, also auf dem GameCube mit dem Gameboy Player. Ja. Gepublished hat das Ganze die Firma Eltron. Eltron ist eher auch in Japan sehr bekannt, wurde dort vor mehr als 40 Jahren, fast 30, mehr als 30 Jahren gegründet, im Jahr 83. Man hat nicht nur Spiele für Nintendo rausgebracht, also nicht nur für den Game Boy, sondern auch für den Game Boy Advance, für Super Nintendo, fürs NES, sondern auch für die PlayStation, aber auch für einzelne Sega-Konsolen. Und die Firma ist heute noch aktiv. Einzelne Spiele von Eltron oder Altron gibt es noch ja, auf dem Smartphone zum Beispiel. Das auch noch. Also das ist unter anderem das, was ich dort entdeckt habe. Wollen wir nicht lang schnacken, wollen wir nun ran zocken und wir spielen Lingo. Und das Besondere dabei ist, es ist keine deutsche Cartridge, es ist eine internationale bzw. eine europäische Cartridge, das seht ihr nämlich gleich. Denn wie ich immer behauptet hätte, dass das Ganze, sagen wir mal, erst spät mit dem Game Boy Advance erfunden wurde, ist kompletter Mumpitz, möchte ich sagen. Hier sehen wir es nochmal basiert auf das TV-Programm 93, kann man sagen, 93, 94 ist das gemacht worden. Hier steht es auch nochmal, 5x5 heißt es ja in Deutschland. Und hier sehen wir es nämlich. Wir können es einerseits auf Holländisch spielen, ne? Also, das ist unter anderem bekannt, dann auf Französisch und auch auf Englisch. Wir spielen natürlich auf Deutsch. Und hier ist jetzt das Intro des Spiels. Da, 5x5, 5x5. Als ich das nämlich das erste Mal gespielt habe, war es nämlich auch sehr lustig. Was aber nicht lustig ist und irgendwann nach einer gewissen Zeit nerven wird, ist die Musik im Hintergrund. Die kann man nicht abstellen. Ja, weder auf Select oder sonst wo noch kann man das machen. Wir können natürlich jetzt auch direkt auf A nur drücken. Mehr können wir nicht machen. Und dann können wir direkt entscheiden, was wir nämlich nehmen. Entweder mit Computer oder ohne. Team 2 wird dann hier jetzt als Computer gespielt. Wir können jetzt unter anderem unsere Charakteren wählen. Und ich mache das jetzt mal einfach mal. Ich will jetzt den und den. Müssen wir einfach so machen. Jetzt steuert der Computer. Das heißt, ich mache nichts. Also jetzt der Computer im Modul quasi. Und wird dann jetzt auch sehr, sehr interessant sein, was wir nämlich machen. Die erste Runde 5x5 und es geht sofort los. Das sind wir. Ne? Sieht sehr lustig aus, würde ich sagen. Kann man überhaupt nicht erkennen. Hier bekommen wir jetzt unsere Zahlentafel. Acht Zahlen werden weggestrichen. Wenn wir nämlich eine Zahlenreihe waagerecht, senkrecht oder diagonal haben, haben wir ein Lingo. Bedeutet, wir kriegen 100 Punkte sogar extra dazu. So, es geht direkt los. Der Anfangsbuchstabe ist K, 5 Buchstaben. Und wir kriegen auch direkt unten, wie beim Glücksrad, quasi 25 Sekunden Zeit. Ich würde mal sagen, nee. Oh, jetzt habe ich schon auf Enter gedrückt. Verdammte Hacke. Das hat in der Probe jetzt nicht so gut geklappt. Jetzt habe ich, ja gut, wir haben noch eine Chance. So, ich probiere es mal mit Katze. Ja, oh. Ja, ich habe halt auch das Problem, dass das Spiel den Controller nicht richtig nimmt. Und dann müssen wir hier auf Enter gehen. Und dieses Wort kenne ich nicht. Also existiert keine Katze. Das ist ja lustig. So, jetzt haben wir nochmal die Chance, das Ganze zu machen. Dann würde ich mal sagen, verdammt. Dieses Wort kenne ich nicht. Ja, das ist ja schön. Damit haben wir nichts.
Ne? Deswegen geht es sofort los mit Team 2. Da haben wir jetzt nur Kohl eingegeben. Ich meine natürlich Kohle. Aber die Zeit war nicht mehr dabei. Jetzt darf das zweite Team, was natürlich jetzt ein Computer ist, lange nachdenkt, das muss man auch mal so sagen. Und gleich auch noch eingibt. Also, oder sind wir es jetzt? Ne, sind wir nicht. Also, steuern können wir nicht. Bedeutet, die geben gleich wahrscheinlich selbst ein, aber ihnen fällt nichts ein. Das muss man auch nochmal so sagen. Was mich so ein bisschen an dem Spiel stört, ich habe vor der Produktion jetzt hier eine Testrunde gemacht, 5x5 bzw. Lingo, und ja, ist halt nichts passiert. Hier sieht man es auch nochmal, ne? Da wollte man es auch nochmal eingeben. Also werden wir gleich sehen, ob das Wort mit dabei ist oder nicht. Hier sehen wir die beiden. Ne? Und jetzt versuchen wir es mal. Team 1 spielt die nächste Runde. So, dann werde ich mal versuchen, ob dann Knall eventuellerweise dabei ist. So. Nee, ist nicht dabei. Dann werden wir mal... nee, klug geht nicht. Probieren wir es trotzdem nochmal mit. Oh, mach doch mal hinne! Kohle. Ah, verdammt. Okay, mit E am Ende. Probieren wir mal Knast. Das können wir ja auch machen. Ah, verdammt. Das war ja unser fünfter und letzter Versuch, beziehungsweise unser letzter Versuch. Es wird ja immer dann wieder abgegeben, wenn irgendwie was nicht... Ah. So, was haben wir denn jetzt hier? K, in der Mitte ein R und als letzter Buchstabe ein E. Was kann es nur sein? Ich weiß es echt nicht. Ja, die lassen sich aber auch echt Zeit, ne? Kannst nichts machen. So, jetzt starten sie. Kurve. Ist es auch nicht. Was kann es jetzt sein? Wir müssen jetzt mal sehen. So. Kehr. Oh, ich weiß es. Ich weiß es. Ich weiß es. Nein! Ah! Komplett vergessen, dass er nicht da landet, wo es sein soll. Kerze. So. Da haben wir es geschafft. Kerze ist das Wort gewesen, was wir gesucht haben. Jetzt kriegen wir 50 Punkte und dürfen jetzt nun ziehen. Das heißt, jeder darf zwei Zahlen ziehen. Sieht ein bisschen ekelhaft aus, finde ich. Und es ist eine blaue, eine blaue Kugel. Es gibt auch grüne und eine rote Kugel. Unter anderem, ah, es war 45, okay. Es gibt blaue Kugeln, da stehen Zahlen drauf. Und es gibt auch rote Kugeln, das ist direkt Fail. Und es ist wieder eine blaue. Und es gibt grüne Kugeln. Wenn man dreimal grüne Kugeln hat, kann man den Bonus, also quasi den Jackpot, nämlich erwähnen. So, 37. Das heißt, wenn wir jetzt die nächste Runde noch gewinnen und 57 ziehen, haben wir Lingo. Also damit dann quasi auch den Jackpot gewonnen. So, wieder K. Können ja mal mit Kunst probieren. Können wir ja mal ausprobieren. Nee, T ist aber im Wort drin. Mir fällt nichts ein. Wir können ja krass nehmen. Ja. Oh! Okay, gut. KR, okay. T ist drin. Ich glaube, T ist dann an der dritten, vierten Stelle, ne? Mir fällt nichts ein. Mir fällt echt nichts ein. Leider nichts. Leider echt nichts. Ja, das ist schade. So, heißt Team 1, also meine Wenigkeit, hat nichts. Jetzt Team 2, die jetzt weitermachen darf. Ja, für die gilt jetzt auch 25 Sekunden lang zu überlegen.
ne? Die ja dann halt auch wirklich auf dem Niveau von mir anscheinend überlegen, weil die auch wirklich lange brauchen. Was nämlich auch ein bisschen schade ist. Ja. Also nicht so wie bei Glücksrad, obwohl beim Glücksrad auf dem Gameboy reagiert ja der Computer meist auch so ein bisschen doof halt, ne? Nimmt irgendwelche Buchstaben im Rätsel, die es halt nicht gibt. So jetzt, oh nee, guck mal, der ist auch wieder. Krise, oh, A am Ende. Warte mal, wenn das T enthalten ist, dann kann das T echt nur an die vierte Stelle, aber was kommt dann? Kräne. Nee, ist es auch nicht. Okay. Was kann es dann sonst sein? Ernsthaft? Kröte? Wow. Okay. Wir können es ja hier dann hier so machen, ne? Zack, zack. Können wir zum T gehen. Eigentlich auch die Zeit ablaufen lassen, aber ja, komm. Zack, da haben wir es. Kröte ist es. Eigentlich wollte ich euch auch noch so ein bisschen was zeigen. Das zeige ich euch aber gleich am Ende unserer Runde. Ich denke mal, wir werden jetzt mal noch ein bisschen spielen. So, jetzt ziehen wir erstmal. Das ist eine grüne Kugel. Das heißt, da haben wir schon mal was Gutes getan. Und dann wird mal weitergezogen. Eine blaue Kugel, das ist schon mal gut. Das ist welche Zahl? Die 5. So, das heißt noch 77 und 47, dann haben wir Lingo. Aber jetzt kommt erstmal das nächste Wort. Dann starten wir auch wieder die nächste Runde. So, dann würde ich mir direkt sagen, komm, Fuchs. Da sind wir jetzt mal so schlau. Gucken wir mal so, Fluch. Ist es dann eher besser? Oha. Fisch. Es ist Fisch. Es ist der gute Fisch. Auch nicht? Frosch? Nee. Fisch. Lisch. Asch. Frosch. Ja, wenn es Fisch nicht ist, was ist es dann? Frosch kann es nicht sein. Ja, dieses Wort kenne ich nicht. Wenn, dann würde nur Frosch gehen, aber Frosch hat 6 Buchstaben. Pasch? Oder Fesch? Oh, wahrscheinlich Fesch mit E, ne? Fesch siehst du aus. Jetzt kommt's. Wehe, die nehmen jetzt das E. Die lassen sich ja noch Zeit. So 20 Sekunden haben sie ja noch. Oh Mann. Nein! Oh, die nehmen das E. Warum habe ich es gesagt? Verdammt! Kacke. Gut, haben ihre 50 Punkte. Na, die guten. So, was kriegen sie? Eine blaue Kugel. Ja, was wird weggemacht? Die 56 ist aber derweil nicht viel los, weil, wie gesagt, das ist ihre erste gewonnene Runde, die sie jetzt hier hatten. Ich denke mal, aber eine Runde werden wir noch machen. Und die 10. Ja, guck mal, sieht im Moment nicht gut aus, also. Mehr sieht auch nicht danach aus. So, Team 2 ist jetzt wieder dran. Ja, überspringen wir das mal kurz, weil das unten das nervt halt einfach. Beim Computer hätten sie es einfach direkt machen sollen. Ist ja halt auch einfacher. So, mit B jetzt etwas. Ich hätte eins. Aber mal gucken, was die schreiben. Kommen die da überhaupt hin? Bravo, ui. R, A und O sind drin, aber nicht in der richtigen Position. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie schaut es jetzt aus? Ja. Wissen die es oder nicht?
Bänke. Nee, es ist auch nicht. N ist auch drinne, also das heißt jetzt A, R, N und O sind drinne. Jetzt daraus nur ein Wort machen. Was kommt da raus? B? Bonze. Auch nicht die richtige Reihenfolge. Ich denke gerade auch immer noch nach, ne? Welches Wort es sein kann. Bulle. Ist keins drin, ne? Das E ist nicht drin, das L ist nicht drin, das U ist nicht drin, das Z, das K, das Ä und das V ist nicht drin. Trotzdem nehmen die jetzt noch das L. Man nimmt jetzt einfach mal entsprechende Worte halt, wo man vielleicht so eine Orientierung haben kann. So, jetzt habe ich vergessen, welche Worte drin, Buchstaben drin sind. Ne? Das R haben wir dazu bekommen. Jetzt habe ich aber vergessen, welcher andere Buchstabe noch drin war. Nee. Boah, mir fällt nichts ein. Alter, mir fällt wirklich nichts ein. Mir fällt echt nichts ein. Das ist wirklich bitter. Da fällt mir echt nichts ein, ne? Guck mal, wir sind schon so gut. 100 Punkte. Ein grünen Ball. Ne? Was kann es sein? Büro geht nicht, weil Büro nur 4 Buchstaben hat. Büros. Das ist auch nicht. Es wird jetzt, glaube ich, noch ein Buchstabe. Nee, es wird kein Buchstabe mehr vorgehen. Der Computer verrät jetzt die richtige Antwort. Jetzt bin ich gespannt. Baron! Ja, das A war noch mit dabei, ne? Genau. So, Team 1. Machen wir das dann hier noch? Hier, komm. Scheiße! Mann! Ich wollte Liege schreiben und hab mich vertippt. Ja, kommt davon. Ja, aber das E ist zumindest drin. Ne? Das ist zumindest drin. Gut. Die Runde machen wir noch. Ich glaube aber sowieso, weil heute die letzte Sendung vor der Winterpause ist, würde ich halt auch sagen, komm, ist halt letztes Mal jetzt, kurz bevor wir dann Gameboy Time in die Winterpause verabschieden. Ich hatte sowieso auch noch vor, so ein paar Sachen noch zu zeigen und außerdem will ich euch noch auf die DerchoTV-Umfrage hinweisen. Solltet ihr dieses Video noch vor dem 22. September, Dezember gucken? 22. Dezember. Aber schauen wir mal. Links, guck mal. Wäre mir auch eingefallen, ne? Ist aber kein Buchstabe mit dabei. Machen wir das mal ein bisschen schneller hier. Meine Güte. So, dann mache ich mal jetzt Folgendes. Machen wir mal Lunte. So. Okay, das U ist an zweiter Stelle. Lila. Nee. Dann wäre ja auch. Ich will das Wort wissen.
Es lief so zu Beginn so gut, ne? Und jetzt kommen irgendwelche Worte. Es ist halt schwer, ne? Man denkt sich so, ach mal, Leute. Leute ist auch nicht mit dabei? Wow. Jetzt bin ich mal gespannt. Laute ist es nicht. Laube ist es nicht. Laufe. Lauf ist es auch nicht. So, was wäre es jetzt gewesen? Laube! Das wäre so einfach gewesen, ne? Nun gut, okay. Das ist 5x5 beziehungsweise Lingo, wie es auch in den Niederlanden hieß. Und wie gesagt, ich zeig euch mal ein bisschen was nämlich Lingo war. Lingo war, wie gesagt, eine Fernsehsendung, sehr erfolgreich in den Niederlanden unter anderem. Und das ist unter anderem dann auch noch zu sehen gewesen in Holland. Also spielen wir mal ein bisschen von ab, so 10, 20 Sekunden. Ja, da fällt es ihm auch schwer, ne? Winst, Winst. Und da seht ihr es halt auch, da ist es schön gelb gekennzeichnet mit dem gelben Kreis bzw. mit dem gelben Ball, dass der Buchstabe S zum Beispiel hier, das sind ja niederländische Worte, mit drin sind. Ist jetzt ein sehr erfolgreich gewesen und insgesamt jetzt vier Moderatoren. Der vierte, der es jetzt macht, der macht es ja jetzt auch, ich glaube, erfolgreich sogar bei SBS 6, wie gesagt. Also solltet ihr den Sender empfangen können, wenn ihr an der niederländischen Grenze wohnt oder so, dann schaut mal ruhig rein. Ich glaube, das läuft jeden Werktag um 8 Uhr oder so. Ich weiß es schon nicht mehr. Dann gab es ja noch die deutsche Version, die sich ja 5 gegen 5 mal 5 schimpft. Und sie sah folgendermaßen nämlich aus. Und zwar nämlich so. Und ja, sie schaute, und da schauen wir uns auch mal ein bisschen was an. Wow! Nathalie hat 100 Mark ergattert. Nathalie, geht's da um einen Typen mit dem Krokodil? Wir kommen der Sache schon näher. Einen Ball bitte. Ich sage, bis Ende der Sendung haben wir es raus. Nathalie, raus mit einer Kugel und sag uns, was draufsteht. Wow, nimm einfach nur Die rein. 8. Thomas, ebenfalls eine Kugel ziehen. Und das ist die 6. Die 60 tragen wir auch ein und wir sind wieder spielklar. Das sieht schon gut aus. Nathalie, welche Zahl fehlt euch noch zum 5? Das Schlimme dabei ist, die greifen nur rein und ziehen sie raus. Schön schütteln und so, aber Was? nein. So. Einige. Ja, eine. Die So, gehen wir mal ein 26. bisschen Sechs, sie weiter. hat es gar nicht gesehen. Hier, können wir mal hier Sortiert. weitergehen? Eine rote Kugel. So, Monika jetzt will ich gerade mal gucken, haben die denn ergattert jetzt und zumindest greift gewonnen? jetzt rein. Monika, du bist Chefsekretärin, ne? Ja. Das merkt man gleich, wie sie das alles sortiert. Ja. Man muss auch sagen, diese Produktion von Sat.1, die sah jetzt halt auch nicht so blendend aus, muss ich mal echt zugeben. Aber naja, das ist so entsprechend wie der Arsch gespalten, auch vom Geschmack her. So, bevor wir aber dann zum Ende dieser Staffel Gameboy Time kommen, kommen wir aber jetzt erstmal dazu, wie ihr euch dieses Spiel käuflich erwerben könnt, wenn ihr sagt, ich habe Bock auf 5x5 oder auf Lingo. Deswegen blicken wir mal direkt schnell drauf. Ihr seht hier unter anderem, da habe ich auch den Link unten in der Videobeschreibung, seht ihr zum Beispiel das Spiel als Modul ganz normal für 100 € ist aber auch ziemlich selten. Also deswegen tief in die Tasche greifen. Wie viele, die sich jetzt nun sagen, naja, muss halt nicht sein, ist halt auch dabei. Und hier auch nochmal das Modul für 99 €. Das hier ist nur die Spielanleitung gemeint. So auch hier die Spieleverpackung. Also nicht wundern, wenn es dann so günstig ist. Günstiger bekommt ihr das unter anderem bei sammelparadies.de, sammelparadies-konsolenshop.de, Hashtag keine Werbung, um das auch nochmal kurz zu erwähnen. Hier bekommt ihr das Ganze dann auch nochmal für den Gameboy geradewegs für 6,95. Orientiert euch bitte dabei, ob A, das Modul funktioniert, B, dass ihr da nicht über den Tisch gezogen wird. Das sind so gesehen die beiden Sachen, die ich da euch auch, sagen wir mal, geben will. Also, wenn ihr Bock auf Lingo bzw. 5x5 habt, dann seid ihr damit richtig mit dabei. Wie gesagt, das Einzige, was stört, ist, dass dieser Laufband unten eher unnötig ist, geradewegs beim Computer, wenn man halt gegen den Computer spielt.
Da weiß man dann halt selbst, was dann zu tun ist. Und die Musik im Hintergrund, sie sollte eher abstellbar sein. Beim Glücksrad ist es ja eher mehr stumm als laut. Und bei Lingo ist es quasi umgekehrt. Also hat man sich da ein bisschen orientiert anscheinend bei Altron bzw. bei PCSL, die das gemacht haben. Da habe ich leider im Übrigen keine Infos so genau im Internet gefunden. Also die Firma gibt es wahrscheinlich nicht mehr, die das Ganze auch noch entwickelt hat. Aber bekannt ist, dass es Altron gepublished hat. Was soll's? Ja, damit sind wir durch mit Gameboy Time, nicht nur für heute, sondern auch für dieses Jahr. Bevor wir gleich ganz zum Ende kommen, möchte ich nochmal auf die DERCHO-TV-Umfrage hinweisen, die nämlich noch bis zum 22. Dezember geht. Irgendwann am 22. Dezember mache ich nämlich die Schotten für die DERCHO-TV-Umfrage dicht, denn es geht darum, DERCHO-TV im kommenden Jahr besser zu machen. Einzelne Änderungen werden sogar auch noch vor der offiziellen Winterpause, die eine Woche vor dem vierten Advent oder vor dem vierten, in der vierten Adventswoche nämlich beginnt, stattfinden. Genauer gesagt am 20. Dezember, also 2 Tage bevor die Umfrage geschlossen wird, wird es nämlich so sein, dass nämlich dass wir nämlich mit YouTube und mit Twitch-Formaten in die Winterpause gehen. Über die Feiertage hinweg wird es also keinen Content geben. Weder Pokémon, die DERCHO-TV-Pannen von diesem Jahr sind ja wegen des Umzuges und auch wegen technischer Streitigkeiten damals oder technischer Schwierigkeiten damals beim Umzug sind sie ja dieses Jahr komplett rausgefallen. Also müssen wir ein Jahr darauf verzichten, geradewegs. Dafür wird es ja durch die Twitch-Highlights ersetzt, die es dann auch auf YouTube gibt, die ich dann wahrscheinlich während der Feiertage wohl zusammenschneiden werde. Das heißt, im Jahresrückblick werden wir die nicht sehen. Der Jahresrückblick wird ja auf Twitch live am 15. Dezember ja stattfinden, am 3. Advent auf Twitch. Es wird aber auch noch einen auf YouTube geben. Vielleicht kriege ich sogar auch hin, den Twitch-Jahresrückblick auf YouTube zu veröffentlichen. Mal gucken, ob das funktionieren wird. Des Weiteren möchte ich sagen, dass es am 7. Januar, das wird ein Dienstag sein, eine neue Folge Gameboy Time geben wird. Wir werden direkt mit einem Spiel starten. Das werde ich jetzt auch schon mal ankündigen. Und wie gesagt, es wird etwas ein kleines bisschen anders aussehen. Es wird einige Änderungen bei Gameboy Time geben, vielleicht sogar auch an der Upload-Zeit. Also wird es wohl nicht mehr 18 Uhr sein. Kann vielleicht sein, dass diese Upload-Zeit dann erst danach geändert wird, aber nicht direkt sofort am 7. Januar. Deswegen schaut ruhig gerne mal rein am 7.1.2020 dann um 18 Uhr oder um 19 Uhr oder sogar früher oder später, je nachdem, hier bei DERCHO-TV auf youtube.com/DERCHO-TV und auf DERCHO-TV.de. Falls wir uns bis dahin nicht sehen sollten, also sollten wir uns erst im nächsten Jahr sehen, wünsche ich euch ein frohes Weihnachtsfest, eine schöne Adventszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr und dann sehen wir uns wieder im neuen Jahr. Sonst weise ich gerne darauf hin, dass es bis zum 20. Dezember noch hier weiteren Content bei DERCHO-TV gibt, auf YouTube, auf Twitch und auf DERCHO-TV.de. Bis dahin, alles Gute und bis auf bald. Tschüss.